Moinsen, Freunde der Sonne. Es gibt mal wieder ein neues Video von mir. Ich habe letztens mit Paul zusammengesessen und der hat mir so eine Frage gestellt. Nils, was sind denn eigentlich so die schlimmsten Fehler im Simracing? Und da hat er mich richtig kalt erwischt, weil ich musste eine ganz lange Zeit in mich reingehen und überlegen, was ist denn eigentlich wirklich jetzt ein Fehler oder was sind denn Fehler, die wir alle so machen im Simracing und was wollen wir nicht wieder machen? Das findest du jetzt in diesem Video raus, also lass uns mal loslegen. Also am Anfang ist es meistens so, dass einige Menschen sich beeinflussen lassen oder Inspiration holen von Content-Creatern. Und dann sitzen sie dort in Streams oder gucken sich Videos an, schauen sich Rennen an und denken sich so, boah, das will ich jetzt auch machen. Dann öffnet sich die Büchse der Pandora. Und die Büchse der Pandora geht erstmal damit los, wie setze ich denn das jetzt eigentlich um? Und dann wird nach Hardware gewühlt und dann hat man sich entschlossen, Hardware zu kaufen. Und dann kommt sie zu Hause an und dann setzen die meisten Menschen sich am Anfang an den Schreibtisch und fahren los. Und dann stellen sie sehr schnell fest, oh, ich bin ja gar nicht so schnell wie die anderen da in dem Video. Das sah immer viel einfacher aus. Und das führt meistens dazu, dass es sehr, sehr schnell mit der Motivation in den Keller geht. Weil die Erwartung eine ganz andere war. Davor würde ich euch jetzt gerne warnen, denn das werdet ihr am Anfang nicht hinkriegen. Außer natürlich, du bist ein Naturtalent und dir geht das super einfach von der Hand. Was aber bei den meisten Menschen, also einem Großteil der Fahrer, die neu beginnen und auch immer noch Fahrer, die schon viele Jahre unterwegs sind, das funktioniert einfach nicht. Geh einfach ruhig an die Sache ran. Leg einfach los, fahr erstmal ein paar Runden und lass mal außer Acht, dass die anderen Leute ein bisschen schneller sind. Dazu kommt noch, und das ist der nächste Punkt, das sind die Driving Standards. Was meine ich jetzt explizit damit? Menschen gehen in das Rennen rein und sie haben eigentlich noch gar keine Ahnung von Motorsport. Und die meisten Leute denken, dass wenn sie sich mit einem Auto auseinandersetzen, dass es das ist. Und wenn sie schnell fahren, ist es das auch. Aber da kommt noch ein richtig großer Brocken hinten dran. Und der nennt sich Rennintelligenz. Und dieses Wissen, das häuft sich erst mit der Zeit an. Denn du wirst auf kurz oder lang deine Erfahrungen sammeln, wann, wie, was, wo mit dem Auto passt und was nicht passt. Als kleines Beispiel. Du hast jetzt deine Lieblingsstrecke und fährst ACC, hast deine Lizenz gemacht bei LFM. Sagen wir mal, du bist Brands Hatch gefahren und du fährst da einigermaßen akkurate Zeiten. Sagen wir mal, du bist bei der Lizenz bei einer 1,24 gewesen, was eine sehr solide Zeit ist im GT3-Fahrzeug. Dann gehst du in dein erstes Rennen rein. Dann wirst du feststellen, in der ersten Runde bist du eine 1,40 gefahren, in der zweiten Runde bist du eine 1,30 gefahren, dann bist du in der nächsten Runde 1,28 gefahren. Du hast immer im Hinterkopf, scheiße, eigentlich fahre ich doch 1,24er Zeiten. Aber das ist auf einer leeren Strecke. Und auf einer leeren Strecke Zeiten runterkrachen, das können wir alle. Weil da haben wir keine Hindernisse, da haben wir keine anderen Menschen vor uns, da müssen wir nicht nachdenken, was wir machen. Und dann geht es bei vielen Leuten los, der vor mir, der fährt eine 1,27. Ich kann aber potenziell eine 1,24 fahren. Was machen wir also? Wir setzen die Taucherbrille auf und dann geht's rein in Turn 1. Zack! Und wir diven rein, schießen den raus und haben einen Unfall fabriziert. Und das geht bei vielen Leuten sehr häufig so am Anfang. Und ich würde euch da gerne mit auf den Weg geben, sammelt erstmal Erfahrung. Manchmal ist weniger mehr. Einfach hinterherfahren, gucken, was so die Limits sind, was ich machen kann, wo ich eventuell überholen könnte. Und manchmal ist man auch einfach ein Fünfhead und treibt den anderen in den Fehler. Man täuscht links an, geht wieder nach rechts rüber, er guckt in den Rückspiegel und schwuppdiwupp hat er sich verbremst und du kannst vorbeigehen. Selbiges gilt auch, was Rennintelligenz angeht, alles was mit Flaggen zu tun hat. Mittlerweile ist es bei uns ja ein Meme geworden, dass gelbe Flaggen optional sind. Normalerweise, wenn dir beispielsweise der Spotter im Spiel selber oder auch an der Seite die gelbe Flagge weht, dann fahren die meisten Leute einfach volles Cartoon durch und denken sich so, jetzt ist mein Moment, jetzt mache ich den Kevin Estre und ich fahre einfach dran vorbei. Aber wisst ihr, auch an der Stelle ist manchmal weniger mehr, ein bisschen bremsen und dann schön langsam vorbei orgeln und lieber safe durchkommen, als mit Krawall da durchkommen. Und da kommen wir zu dem nächsten Punkt, den ich euch gerne mit auf den Weg geben würde oder was für mich persönlich, also was mir auch selber an mir aufgefallen ist, Selbstreflexion. Ich habe letztes Jahr, als ich iRacing gefahren bin, einen sehr großen Fehler gemacht. Und darauf bin ich ehrlich gesagt nicht wirklich stolz. Ich bin Fuji gefahren
Und ich hatte auch diesen Moment, den ich euch gerade erzählte. Puh, ich kann eigentlich viel schneller fahren, aber irgendwie komme ich nicht an dem Vordermann vorbei. Und dann habe ich ihn ausgetrickst, dann bin ich an ihm vorbeigekommen und wir sind bei Fuji in der letzten Kurve, die sehr weit offen ist nach außen, beide sehr weit rausgefahren. Und dann hat er das Glück gehabt, dass er mich gekreuzt hat und auf der Innenbahn war. Und ich bin aber sehr weit rausgefahren und habe volles Pfund committed. Ich habe nicht gebremst. Also ich habe schon gebremst, als ich durch die Kurve kam, aber ich war volle Pulle auf dem Gas. Und an der Stelle bin ich einfach von außen wieder zurück auf die Strecke gefahren. Normalerweise sagt man sich so, man sollte den Menschen, die von der Strecke kommen, die Möglichkeit geben, also den Raum zu geben, wieder zurück auf die Strecke zu kommen. Und darauf habe ich gepocht. Was habe ich also gemacht? Ich habe sein Rennen zerstört und ich habe mein Rennen zerstört, aufgrund der Tatsache, dass ich in dem Moment absolut falsch gehandelt habe. Wir haben im Rennen beide, also eher ein bisschen intensiver und mit ein paar böseren Wörtern diskutiert. Und ich habe mir das aber gar nicht angesehen und habe schon währenddessen wir Rennen gefahren sind, die ganze Zeit mit ihm diskutiert, was absoluter Nonsens ist. Ich habe in den ganzen Stunden, in denen ich bis dato gefahren bin, niemals eine Situation gehabt, wo ich festgestellt habe, dass es sinnvoll ist, während das passiert ist, etwas dazu zu sagen bzw. mit dem anderen zu diskutieren. Und ich habe mir das am Ende angeguckt und ich habe super lange diskutiert, auch mit dem Chat diskutiert. Und im Nachgang habe ich darüber nachgedacht, habe das sacken lassen, habe mir das angeguckt, nochmals und habe dann gesagt, du, das ist einfach mein Fehler. Ich habe ihm eine Nachricht geschrieben, weil er hat mich auch reported dafür, weil es sein gutes Recht war, definitiv. Habe mit ihm geschrieben, habe gesagt, du, sorry, war absoluter Quatsch von meiner Seite, war ein schwacher Moment, den ich hatte als Mensch, die haben wir alle mal und dann war das geklärt. Seit diesem Punkt an, ich glaube, es war August letzten Jahres, 2023, habe ich das nicht ein einziges Mal mehr gemacht. Ich habe mir als Credo festgelegt für mich selber, wenn etwas passiert, werde ich dazu nichts sagen. Ich werde es mir erst in Ruhe angucken und mich im Nachgang dafür entschuldigen. Ich sage währenddessen schon sorry, wenn was passiert ist und sage dann im Nachgang, also mit im selben Satz, ich schaue es mir erstmal an, bevor wir diskutieren. Das hat mir menschlich und als Fahrer so viel weitergeholfen, dass ich in vielen Situationen erstmal die Ruhe bewahre für den Rest des Rennens, dass ich nicht andere Leute auch noch mit reinziehe, weil da passieren natürlich Sachen im Körper, weil Adrenalin kickt rein, du bist abgelenkt und dann machst du noch mehr Quatsch. Das fällt dementsprechend weg. Und ich habe auch das Gefühl, im Nachgang, wenn man sich mit den anderen Menschen dann unterhält, kommt da viel mehr bei raus, denn du kannst aus dieser Sache etwas lernen. Und das ist das Wichtigste am Rennfahren, dass du aus deinen Fehlern, die du machst, lernst. Und deswegen ist Selbstreflexion, wenn man sie nicht hat, einer der größten Fehler, die es gibt im Rennfahren. Bei dem Punkt Selbstreflexion, darauf baut auch auf, manchmal ist weniger mehr. Wie ich am Anfang schon sagte, kann es sein, dass du manchmal schneller bist als andere Menschen. Und du möchtest da unbedingt dran vorbei. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, mit einem kleinen, ich sag mal, mit einer Eselsbrücke, der Karma-Squad, der wird das schon regeln. Was meine ich jetzt damit? Sagen wir einfach mal, du fährst hinter jemanden her und der eiert immer rum und verteidigt wie ein Wani und lässt sich einfach nicht vorbei, obwohl er es eigentlich machen sollte in der Theorie, weil es schlauer wäre an der Stelle, weil er theoretisch durch Windschatten profitieren könnte, durch der besseren Linie und so weiter und so fort. Manchmal kriegst du das nicht mit im Rennen, also alles gut. Fahr doch einfach grundsätzlich mal hinterher, fahr dem ständig hinten drauf, also nicht, dass du ihn anstupst, aber zeig ihm ruhig einfach, hey, ich bin auch noch da. Dann fährst du mal rechts und fährst mal links und du wartest einfach mal und guckst, was passiert. Du wirst dich wundern, wie schön und wie gut der ganze Kram funktioniert. Ich merke das zum Beispiel immer, wenn wir Endurance-Rennen fahren. Ich bin absolut der schlechteste Quali-Fahrer, den es gibt. Ich habe wirklich manchmal super beschissene Platzierungen. Und dann starte ich irgendwo von 20, 23, obwohl ich theoretisch Top 10 fahren könnte. Und ich sage mir dann immer, hey, du, alles gut, alles ganz entspannt, wir gucken mal, was passiert. Und das hat mir bis dato so viele Plätze eingebracht und so viele gute Rennen, dass ich manchmal, wenn ich wirklich auf der 20 oder also noch weiter hinten starte, irgendwie in den Top 10 ankomme. Weil die Leute grundsätzlich erstmal ihre Autos ständig und vollkommen bescheuert überfahren, Reifen grillen, irgendwelche Überholmanöver machen. Das, was ich vorher schon sagte, und du kannst dir das einfach nur angucken und sammelst dann einfach nur die runtergefallenen Früchte ein. Und so hast du beispielsweise, wenn du auf Watkins Glen fährst, kann ich dir sagen, hinten starten ist überhaupt nicht schlimm. Die machen das alle schon in der Schikane. Du, da kannst du auch eine Sekunde langsamer fahren pro Runde. Du wirst immer durch die Schikane fahren und dann hast du alle zwei Runden, tschö, nach der nächsten Kurve, tschö. Und du kannst einfach ganz easy durchfahren. Und deswegen ist manchmal
weniger mehr. Eine Sache ist mir an der Stelle auch noch aufgefallen, die mir früher sehr zugesetzt hat, also mir selber, und das für mich auch eine sehr schlimme Sache ist, und zwar ist das Rating. Wenn du jetzt beispielsweise LFM fährst oder du fährst iRacing und du hast Overlays, die du einblenden kannst, hast du immer so eine kleine Zahl, wenn du sie anmachst, wo steht, du kriegst Plus-Rating oder du kriegst Minus-Rating. Und bei mir zumindest hat das immer dazu geführt, dass immer, wenn ich im Minus war, unglaublich beschissen Rennen gefahren bin, weil ich wollte ja immer mehr haben, weil du willst ja auch irgendwie immer besser werden. Und Minus ist ja bekanntlich Kacke. Rote Zahlen sind nicht so schön. Und dann hast du dich so darauf versteift, dass du immer weiter nach vorne musst, dass du ein Plus bist, selbst wenn es ein oder zwei Punkte sind, die du dann dazu gewinnst, dass du dann irgendwann nicht mehr so wirklich klar drüber nachgedacht hast, was du da eigentlich tust und nicht dich auf das Rennen konzentriert hast, sondern irgendwie auf das Rating fokussiert hast. Ich habe es mittlerweile für mich selber, wenn ich hier hinten fahre, alles ausgemacht. Weil mich das irgendwann so sehr abgelenkt hat, dass ich immer weiter höher, Dollar, mehr Punkte, Silver, Diamond, was auch immer, Split 1 wollte. Und das hat irgendwann dazu auch geführt, dass der Frust sehr hoch war, weil wenn du dann nachher irgendwann 70 I-Rating oder beziehungsweise 70 Elo wie bei LFM miese machst, dann haut das einfach irgendwann hier oben richtig rein. Und so habe ich das für mich alles ausgeblendet. Ich habe es für den Stream angemacht und wir fahren einfach ganz gemütlich die Rennen. Also ich fahre dann ganz gemütlich meine Rennen und habe damit keinen Stress mehr. Und dann genieße ich einfach den Moment des Rennfahrens. Jetzt möchte ich noch eine Kleinigkeit am Ende anmerken, wo ich selber feststelle, dass sich einige Menschen damit ein bisschen, ja, die machen sich ein bisschen verrückt. Und zwar die Thematik um die Setups. Viele Leute denken, und habe ich auch immer das Gefühl, dass sie es empfinden, dass Setups super wichtig sind. Die sind irgendwann super wichtig, aber nicht so wichtig. Weil bevor es bei dir etwas ausmacht, ein Setup zu fahren, wenn du gerade als Anfänger ins Racing reingehst, das macht keinen Unterschied. Das macht wirklich keinen Unterschied. Ich würde euch an der Stelle immer mal empfehlen, eure Lieblings-Content-Creator zu fragen, ob sie mal die Möglichkeit haben, mit den Standard-Setups zu fahren. Also nicht aus irgendwelchen Shops oder die sich selber gebaut haben, sondern einfach mal die Standard-Setups. Und dann könnt ihr mal gucken, wie viel Abweichungen in den Rundenzeiten sind und welche Platzierungen sie rausfahren. Macht euch da nicht verrückt. Lernt erstmal fahren am Anfang. Und redet euch nicht ein, dass das irgendwas ist, was was verändert. Du hast natürlich damit ein paar Einbußen an der einen oder anderen Stelle und du könntest eventuell ein bisschen schneller sein. Aber bis du an dem Punkt angekommen bist, dass du mit einem Setup schneller bist, musst du grundlegend erstmal dein Verständnis aufbauen, A, ein Auto zu bewegen und B, was auf der Rennstrecke eigentlich passiert und was um dich rum passiert. Und das sind so Dinge, das braucht Zeit. Das quackert so ein bisschen in einem, das wirkt ein bisschen, dafür muss man ein paar Unfälle machen. You get it. Und jetzt mein letzter Punkt und das ist auch der allerwichtigste Punkt, den ich mir bis hierhin aufgehoben habe. Hardware ist wirklich nicht alles. Also nur weil jemand eine Simocube fährt, dicke Pedalen und ein fettes Lenkrad, macht denn das nicht schneller. Es gibt so in der Community, also in der ganzen Simracing Community, gibt es so einen Satz. Hardware macht dich nicht schneller. Ich bin immer der Freund davon, das auch aus einem anderen Gesichtspunkt zu sehen und sage, es ist teils, teils. Es macht schon einen Unterschied, ob du eine vernünftige Bremse oder eine vernünftige Pedalerie hast. Und es macht auch einen Unterschied, wie viel du fühlst in deinem Lenkrad. Jetzt kommt aber das kleine bis mittelschwere Aber. Das trägt zur Immersion bei und die Immersion trägt dazu bei, dass du das Fahrzeug besser verstehst. Je besseres Force-Feedback du hast, desto mehr kannst du das Auto A spüren und B, kannst du verstehen, was das Auto mit dir machen möchte. Selbiges gilt für die Bremse. Wenn du jetzt eine Lotzelle drin hast und du musst mit Kraft bremsen und nicht wie bei Pedalen, die keine Lotzelle haben, mit Weg bremsen, hast du die Möglichkeit, dein Bremsverhalten besser zu replizieren. Denn Weg ist schwerer als Kraft, weil Kraft kannst du dir besser speichern im Bein. Aber du kannst halt auch mit dem Logitech-Lenkrad ganz vorne mitfahren. Du kannst mit Controller vorne mitfahren. Es gibt Leute, die fahren mit Tastatur und Maus schneller als meine Wenigkeit. Und ob du es nur glaubst oder nicht, das kratzt nicht an meinem Ego, weil am Ende ist das Werkzeug, was du benutzt und womit du dich am besten auskennst, spitzenmäßig. Das heißt also, upgraden ist gut und schön, aber das da hinten sich hinzustellen, das machst du nur, damit du Immersion hast, dass du dich fühlst wie im richtigen Rennwagen, ohne dir einen Rennwagen kaufen zu müssen. Aber um schnell zu sein, brauchst du es nicht. Macht dich das schneller? Definitiv. Ein bisschen. Und es trägt auch dazu bei, dass du irgendwann schneller wirst.
Brauchen tust du das aber trotzdem nicht. Also macht euch da nicht verrückt, dass ihr irgendwie das Gefühl habt, wenn ihr mit diesen kleinen Sets anfangt oder kleineren Einsteiger-Sets anfangt, dass ihr irgendwann größer, schneller, breiter weiter müsst. Müsst ihr nicht. Genießt einfach das Ganze, genießt den Prozess, genießt die Zeit mit den anderen Leuten auf der Strecke und lasst euch einfach mal mitreißen in die Welt des Motorsports, wenn das Adrenalin reinkickt und du deinen ersten Sieg hast oder eine unfassbar geile Runde gefahren bist. Das ist viel mehr wert. Lasst euch Zeit, genießt das Hobby. Es läuft nicht weg. Du kannst tausende Stunden, kann ich euch sagen, tausende Stunden da reinstecken und du wirst am Ende immer noch Spaß haben. Genießt den Prozess des Wachsens, des eigenen Wachsens, wenn der Horizont sich erweitert. Das ist was Schönes. Lasst das wirken. Das sind tolle Momente. Kostet sie aus. Und an der Stelle würde ich mich freuen, wenn du bzw. ihr, weil hier gucken ja auch ein paar Leute dazu, die schon ein paar mehr Stunden unterwegs sind als ich und auch schon viel Erfahrung gesammelt haben. Was sind denn für euch so Dinge, die euch aufgefallen sind, die richtig schlimm sind am Anfang? Schreibt das mal in die Kommentare, weil dann können sich andere Leute das nämlich auch noch durchlesen und wir können noch mehr Wissen verbreiten für die Menschen, um ihnen einen einfacheren Start ins Simracing zu geben, weil ich persönlich möchte, dass die Community größer wird und dass wir noch weiter nach draußen kommen. Und an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im Livestream mal sehen. Vielen lieben Dank auch an alle Kanalmitglieder, die diesen Kanal darüber hinaus noch unterstützen. Und dann kannst du auch noch mal einen Button smashen mit dem Wurstfinger nach oben oder dem Wurstfinger nach unten. Da würde ich mich auch sehr freuen, je nachdem, wie du es heute gefühlt hast. Ne? Und dann sage ich Tschüssikowski, ciao Kakao und bis zum nächsten Video. Bis dann.